Super, ich mache die Anmoderation noch. Es wäre schön, wenn du einfach wundervoll aussiehst. In der Web-Talkshow geht es heute um Berlin, Berlin, der Kinofilm. Eine ganze Generation sagt, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Und ganz viele andere sagen, yay, endlich. Und darüber spreche ich heute mit den Hauptdarstellern der wundervollen Felicitas Woll, Janina Uso und Jan Wozniak. Das ist so schick. Das war's. I'm coming home. Felicitas Woll ist da, ich freue mich sehr, wie geht's dir? Gut geht's mir, danke dir. Du siehst auch fantastisch aus. Danke. Du hast in einem Interview gesagt, Lolle ist ein bisschen älter geworden. Man sieht es vor allem, wenn sie lacht, aufgrund der Falten. Mir ist aufgefallen, in Berlin, Berlin, der Kinofilm, so viel lacht Lolle nicht. Ja. Was ist denn da los? Ja, naja gut, die ist halt auf der Reise zu sich selbst. Da weiß, kommt man nicht so wirklich zum Lachen. Ne? Sie hat sich so die letzten Jahre in ein Konstrukt gebracht, wo sie dachte, genau das ist das Richtige. Familie, Kinder. Alles das, so wie man den Weg gehen sollte, aber merkt halt irgendwann dann doch mit Dana, dass das einfach doch nicht das Richtige ist. Ja, man muss sagen, zum Glück merkt sie es noch in der Theorie. Viele merken das erst, wenn das Haus schon gebaut ist, 14 Kinder da sind, man denkt, wie komme ich jetzt hier raus? Absolut, sie hat eigentlich immer Glück. Also sie hat eigentlich, ist das Leben meint es gut mit ihr, ja? Ja, könnte man so meinen, wenn sie noch ein paar Arbeitsstunden machen müsste. Für die ganze Generation, die Berlin Berlin noch nie gehört hat, wie würdest du denn diese Serie beschreiben? Gerne in die Kamera direkt. Naja, also verrückt natürlich ein bisschen. Ne? Und dadurch, dass wir die Comics haben oder dass man plötzlich Gedanken als Comics sieht, ist es natürlich ein bisschen was anderes. Die Amerikaner fanden es damals sehr, sehr gut. Ja, es gab einen Emmy. Also ich muss es manchmal betonen. Ich tue mich damit schwer und mache das sehr selten. Aber da merke ich dann doch, wir waren schon anders. Wir hatten Mut zum Anderssein. Wir hatten zum Beispiel eine Folge, wo Lolle irgendwie kapiert, dass sie eine Filmfigur ist, Serienfigur ist und plötzlich das ganze Filmteam da drumherum, ja. Geil. Und bei der zweiten Ausstrahlung wurde die Folge gar nicht mitgesendet, weil sie zu verrückt war. Oh, das fand ich schon. Aber auch auf der ARD, ne? Da war es sowieso geparkt. Und für die Zeit damals tatsächlich, irre. Also ich freue mich heute noch drüber, dass es so speziell dann doch war. Du bist die Neue bei Berlin Berlin. Wie hast du die Serie damals geguckt und wie wurdest du überhaupt in das Projekt gezerrt? Ich war ja damals 15 und durfte tatsächlich noch gar nicht so viel Fernsehen gucken. Na, hast du aber damals schon ganz viel Fernsehen gemacht? Du hattest wahrscheinlich einfach gar keine Zeit. Ich war bei Schule und parallel noch gedreht und so. Dementsprechend habe ich es tatsächlich gar nicht geschaut damals. Ja, und ich gar keine Zeit gehabt. Zeit? Ich weiß nicht. Ich war halt eine Jugendliche. Also ich habe Golden Girls geguckt im Frühstücksfernsehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so repräsentativ ist für meinen großartigen Geschmack. Aber habe mich natürlich zum Casting darauf vorbereitet und habe mir die eine oder andere Folge angeguckt. Und es ist schon herrlich. Ja. Dieser naive Humor, Lolle, mit der du sofort befreundet sein willst. Also das hat mich schon sehr angesprochen, als ich dann beim Casting war. Und Felicitas, die strahlt das natürlich in jeder Pore auch aus. Dieses Gefühl auch von damals, dieses Gefühl von Lolle und dieses leicht Verrückte. Und yeah, völlig jung sein. Herrlich, ganz, ganz herrlich. Deswegen umso schöner, dass ich irgendwie jetzt 15 Jahre später ein Teil davon sein kann und das auf der großen Kinoleinwand. Wurdest du direkt angefragt oder war reguläres Casting? Es war ein Casting, wo aber, glaube ich, nur eine andere Person und ich noch waren. Also es war ein sehr kleiner Kreis. Und wir haben uns auch alle Zeit der Welt gelassen und haben natürlich gleich die dramatischsten Szenen als Casting-Szenen gehabt, wie es natürlich immer so ist. Und dann fiel die Entscheidung doch recht schnell. Ja, und hat Bock gemacht. Jan Wozniak, endlich mal wieder auf der großen Leinwand und dann auch noch in der schönsten Rolle deines bisherigen Lebens. Ich freue mich sehr. Ich finde es mega. Sie haben dich leider, also wenn ich dich so sehe, du bist für mich, ich muss es dir leider sagen, Komplimente sind immer unangenehm für alle, du bist für mich einer der schönsten deutschen Männer, die wir haben. Dann habe ich dich im Trailer gesehen und habe gedacht, oh Gott, was ist mit den Haaren passiert? Ja, das ist ja super. Du trägst ja was sehr... Ja, ich bin total stolz auf meine Haare. Ja, es war auch mein Wunsch. Quatsch. Doch, wirklich. Ich hab mit meiner Regisseurin gesprochen und ich habe ihr gesagt, bitte, bitte, lass mich lange Haare haben. Und sie hat gesagt, okay, das machen wir. Und deine Frau hat so gesagt, raus. Nee, die durfte ich ja glücklicherweise danach wieder abnehmen. Das war ja auch immer eine ganz schöne Prozedur mit dem Mastix und geklebt werden und überschminken und alles und das alles wieder abzukriegen. Lass es mal wachsen. Ja, die Zeit ist vorbei. Ich hatte ja mal lange Haare. Ich weiß. Ja, ja. Und manchmal denke ich mir, ich hätte gerne wieder mal lange Haare, aber ich glaube, heute würde es nichts bringen. Es gibt am Ende von Berlin, Berlin, der Kinofilm, ganz wundervolle Outtakes und eine der schönsten war auf jeden Fall, als du jedes Mal versucht hast, den Motorradhelm abzuziehen und deine Frisur direkt weg explodiert ist.
Das bringt so einen Helm mit sich, ne? Dass man danach irgendwie auch kacke aussieht. Ne? Der Film ist ja gar nicht so unanstrengend gewesen, ich glaube, für dich auch körperlich. Was war denn die Szene, bei der du schon beim Drehbuchlesen gedacht hast, oh nee. Ich fand es überhaupt nicht körperlich anstrengend. Wegrennen von einem Bär? Ja. Also gut, diese ganzen, es sind ja immer nur Sequenzen glücklicherweise. Ja, man muss ja nicht jetzt wirklich so weit laufen. Der Bär ist ja zum Glück auch später hineingearbeitet worden. Gut für euch. Das wäre vielleicht noch anders gewesen, wenn der tatsächlich hinter uns hergerannt wäre. Aber ich fand es viel schwieriger, so halb nackt, wie wir es ja auch betont haben, gefühlten 2 Grad. Echt? Habt ihr im Sommer gedreht? Spätsommer? Naja, wir haben im Oktober gespielt, aber genau diese Szene war an einem Tag, wo es richtig schlecht war. Natürlich. Und richtig kalt. Natürlich. Und wir müssen es nochmal machen und du wünschst dir, dass endlich alles klappt. Ja, und du hast deine Szene irgendwie gut gespielt oder du hast den Eindruck, ja, ich habe alles so gemacht, wie ich es mir vorstelle. Und dann heißt ja, aber nee, wir müssen nochmal wegen der Kamera oder da war irgendwie, naja, und dann... sind so Momente, wo du so denkst, oh, ich bin doch froh, wenn das jetzt im Kasten ist. Ja, im Sommer gedreht, mitten im Harz. Ich habe mir gedacht, Gott, wo ist es denn so schön in Deutschland? Was hast du gedacht, als du das erste Mal in der Kulisse standst? Ich war das erste Mal tatsächlich im Harz und hatte ich hatte nicht so große Erwartungen und war sowas von überrascht. Also ich glaube, wenn ich Motorradfahrerin wäre, wäre ich jeden Sommer dort, weil irgendwie fängt es dann an so mit Serpentin und du hast eine wunderbare Landschaft und es war natürlich dieser Klassenfahrtscharakter dadurch, dass wir irgendwie alle nicht zu Hause waren, sondern alle zusammen im Hotel. Das war ein herrlicher Sommer. Ich fand, deine Figur persönlich war die, mit der ich mich am ersten identifizieren konnte. Wirklich? Ja. Was hast du denn für ein schweres Päckchen mit dir zu tragen? Nee, glücklicherweise keins, aber deine Figur war irgendwie die ganz simple Wahrheiten groß gemacht hat. Es gibt 2 Sätze. Der erste ist, man muss auch mal verlieren können. Total abgefahren. Aha. Ist ja auch in einer völlig unsinnigen Situation, weil Lolle verliert ihr Handy und ich hab mein Handy verloren. Ja, muss auch mal verlieren können. Ja. Und das bleibt dann so stehen, ja. Weil Lolle in dem Moment auch gar nicht darüber nachdenkt, so, was wäre das Dümmste, was man in dem Moment sagen kann, und das wäre ja Ba-bim. Das. Und du oder deine Figur powert das aber auch so rein und als Statement. Ja. Jeder sagt, willst du mich verarschen? Und Lolle steht nur da und du als Zuschauer sagst, okay, gut, alles klar. Und deine Figur ist ja sehr tragisch. Man merkt das. Nicht so leicht, am Anfang ist eine Powerfrau, yeah, geht voll nach vorne, nur so ein bisschen handwerklich gearbeitet. Machst du das auch privat ganz gerne oder wie ist es bei dir? Ich glaube, ich bin recht begabt, was das angeht. Ich bin in einer Schaustellerfamilie groß geworden, Autoscooter, dementsprechend musste ich schon immer... Hast du den Autoscooter mal aufgebaut? Naja, mal aufgebaut. Ich habe für unsere Angestellten habe ich gekocht, aber natürlich, ich musste mit 17 meinen Führerschein machen, musste die ganzen Campings von A nach B fahren, dementsprechend musste ich natürlich immer den Camping aufbocken, Gasflaschen wechseln, weil natürlich Heizung nur mit Gas funktioniert hat. Also ich würde schon von mir behaupten, dass ich gut mit anpacken kann, weil ich das von klein auf an irgendwie gelernt habe. Aber dass ich sowas jetzt auch meinem Film vermitteln darf, weil normalerweise werde ich immer für... die Rollen gecastet, die eher die Männer verführen oder die nette Schwiegertochter oder so. Und das hat mir natürlich sehr gefallen. Die ist einfach nur hübsch. Die nehmen wir. Ja, herrlich. Es ist halt wirklich eine Person mit Tiefgang. Ich musste mir extra für die Rolle die Haare abschneiden, was für mich damals ein großer Schritt war und auch ein Befreiungsschlag. Ja, du hast wahrscheinlich Wind am Nacken gespürt zum ersten Mal seit Jahren. Verrückt, ich sage dir. und auch wenig Make-up, bis gar kein Make-up. Und dann, aber du sahst trotzdem super aus. Ich danke dir. Und dann diese Zimmermannshose, die ich, glaube ich, nicht nochmal tragen möchte. Es sind 80 wunderbare, sehr schnelle Minuten. Man wird so mit reingerissen. Die Musik ist toll. Die wunderbare Alina hat den Titelsong gesungen. Ja. Da gibt es so viele tolle Momente. Welche Szene war für dich denn, als du das erste Mal gesehen hast, am berührendsten? Da waren einige tatsächlich. Also ich meine, das ist natürlich der Moment, wenn ich mit Sven und Hart da zusammenstehe und sie es einmal ausspricht. Ich hätte mir da gewünscht, noch ein bisschen mehr Zeit zu haben für diesen Moment. Der war sehr kurz, muss aber auch, weil wir kurz und schnell auch erzählen müssen fürs Kino. Aber dieses Realisieren und Aussprechen von, hier hör mal, wir müssen, glaube ich, gerade verstehen, dass es mit der Liebe bei uns nicht so richtig funktioniert. Aber das, was immer so drüber steht, aber die Freundschaft bitte zu erhalten. Also das, was uns ja jahrelang verbunden hat hier, fast 20 Jahre. Lasst uns das bitte erhalten. Lasst uns das nicht von dem Gewusel, was wir vorher hatten, kaputt machen. Und das war schon ganz schön. Meinst du die Szene im Parkhaus? Ja, ne? Ja. Und das ist das Schöne, die Szene wird so geil beendet. Also allein dafür lohnt es sich reinzugehen. Meine Lieblingsszene war tatsächlich...
Man kann es lesen, es ist kein großer Spoiler, Rosalie ist wieder da. Ja. Und der Moment, wenn ihr euch umarmt. Ja. Oh, schön. Nee, da muss ich tatsächlich, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und das war schon was für mich, was ganz, ganz wichtig war. Ich hätte auch sehr, sehr gerne Lenny noch dabei gehabt, ja. Der für mich einer der wichtigsten auch, was Lolle angeht, das hätte ich mir sehr gewünscht. Aber Rosalie ist natürlich und wurde auch von allen gewünscht. Also ich glaube, man hätte uns umgebracht, wenn Rosalie nicht dabei gewesen wäre. Was für ein Kick-Ass-Auftritt, ja. Die coolste Frau irgendwie dieses Jahr im deutschen Kino auf jeden Fall, absolut. Die mal eben alles klärt. Absolut. Richtig auf nice. Jeden Fall, ja. Und ich mag deine Art zu spielen sehr, sehr gerne. Ist es für dich leichter geworden, jetzt da du ein wenig älter geworden bist, da noch vielleicht ein bisschen mehr von deiner persönlichen, wenn man sie mal zeigen darf, Art mit reinzuwerfen? Was gab es schon so ein paar Momente, da habe ich gedacht, krass, Lolle kann aber jetzt auch mal richtig hinlegen. Also ich kann mit ihr Gott sei Dank wieder so eine Körperlichkeit kriege ich, ja, so ein bisschen dieses Cowboy-mäßige auf den Boden stampfen. Also wenn du natürlich davor die Jahre, ich habe viel und ich bin auch froh darum, dass ich viel ernsthafte Rollen spielen konnte, dass ich mich entwickeln konnte, dass ich gehe sehr gerne in die Tiefe. Also ich bin wirklich ein Mensch, schauspielerisch, der gerne in die Tiefe geht. Aber auch genauso gerne wieder das leichte, verrückte, was so crazy ist. Aber ich habe mit ihr wieder so eine Körperlichkeit bekommen, die mir gefehlt hatte und auf die ich mich sehr gefreut habe. Und mit ihr kann ich einfach so ein bisschen durchdrehen. Das ist das, was ich immer sehr, sehr schön fand. Auch diese Komödie, dieses Komische, wo ich mich manchmal nicht traue, weil ich denke, ah, bist du jetzt zu alt dafür? Darfst du jetzt noch komisch sein? Bitte denk das niemals. Ja, du bist ja, nie zu alt und komisch. Manchmal habe ich so einen Spleen im Kopf, dass ich denke, das kannst du nicht, du musst jetzt intellektuell ganz richtig sein okay, und antworten. Nee, bitte nicht. Und dann mit ihr ist es halt so, dass ich merke, ah, oh, da kommt das wieder zurück und ich da. Hier muss ich sogar. Du bist mir das erste Mal aufgefallen in, was glaubst du, wie endet der Satz? Berlin, Berlin. Nein. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ah, ich habe es da fast geahnt. Ich habe es auch. Ich dachte, folge ich dem ersten Impuls? Nein, ich gehe dem zweiten hinterher. Ich habe damals den großen Model-Contest, den du gut gemeistert hast, nicht mitbekommen, sondern erst bei GZSZ ist mir aufgefallen. Und dann warst du plötzlich irgendwie, als du da weg warst, warst du dann da, dann warst du da. Also bist irgendwie. Ja, ich habe mich irgendwie immer durchgemogelt. Und du bist gar nicht Schauspieler gewesen. Also am Anfang, nee, du bist jetzt Modelgesicht. Ich bin ja eigentlich auch kein gelernter Schauspieler. Heute immer noch nicht. Ja, aber ich habe inzwischen eine hohe praktische Erfahrung, sagen wir das mal so. Das würde ich auch ja, sagen. Ja, also irgendwie ging es auch weiter. Ja. Scheinbar war genau der Beruf, den ich machen sollte. Ja, doch. Ja gut, klar, wenn du in irgendetwas reingestoßen wirst und du sollst das jetzt machen, dann machst du das eben auch. Ja, aber das gelingt nicht allen Leuten. Nein, nein. Und ich glaube, ich habe mich da ganz gut geschlagen und deswegen durfte ich weitermachen. Jetzt sind 15 Jahre vergangen, seitdem die Serie zu Ende ist. Hast du denn zwischendurch gedacht, das ist durch, das kommt nie wieder? Ja, es gab tatsächlich irgendwann den Augenblick, wo ich so dachte, nee, darüber müssen wir nicht nachdenken. Wir hatten unsere Momente, wo wir uns das sehr gewünscht haben, auch unmittelbar danach, dass wir, also jetzt nicht unmittelbar danach, jetzt, aber schon nicht 15 Jahre warten müssen. Es hieß aber immer, nee, ist nicht vorgesehen und so. Und irgendwann verlässt du ja auch diesen Gedanken. Ne? Und deswegen waren wir alle umso überraschter, als es dann hieß, wir machen doch einen Kinofilm. Wie hat sich die Nachricht erreicht? Wurde in der WhatsApp-Gruppe hinzugefügt? Kinofilm Berlin, Berlin? Ja, mehr oder weniger so. Genau. Es war aber ein Anruf. Okay. Und es war dann, es war dann eben der Anruf und einfach die Information, Leute, macht euch bereit, stellt euch in die Startlöcher, wir arbeiten daran, euch ins Kino zu bringen. Was hast du gedacht? Ja, super. Ich habe erstmal gedacht, super. Ich war natürlich sehr gespannt, wie wird die Geschichte aussehen, was hat man mit uns vor, wie will man uns erzählen nach 15 Jahren. Und ich finde die Idee gut, die man umgesetzt hat. Und ich fand es aber noch besser, auf meine Kollegen zu treffen und mit denen quasi ein Revival, ein Set-Revival zu erleben. Ich bin gespannt, was passiert, weil wenn das Ding gut funktioniert, da können wir ja fast von ausgehen, wird es ja sicherlich weitere Überlegungen geben. Vielleicht gibt es dann einen zweiten Teil und einen dritten und einen vierten. Oder vielleicht sogar eine Miniserie, wie es ja heute der Stand ist. Ja, ich hätte nichts dagegen, ich wäre sofort wieder dabei. Also ich glaube, ich müsste gar nicht lange überlegen. Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Das sind eigentlich alles richtig saucoole Frauenfiguren, die man so nicht sieht. Wir haben da dich auf der einen Seite, ja. Rosalie natürlich, ja. Die Fans werden sich erinnern, und natürlich Lolle. Alles Frauen, die man so glücklicherweise eher selten sieht. Und dass man denkt, na endlich, da sind sie ja alle. Wo habt ihr euch so lange versteckt? Was ist denn jetzt, wenn es heißt, das lief jetzt leider sehr gut? Jetzt haben wir aber überlegt, wir könnten doch so eine Miniserie machen, 6 Folgen. Würdest du dann brüllen, oh Leute, nee, oder ich würde mir das überlegen? Ich fand die Rolle der Dana schon sehr cool. Und ich glaube, die hat auch echt noch Potenzial, dass man noch mehr hinter die Fassade blicken kann. Die Rolle weiterzuerzählen, das wäre sicher sehr spannend. Also ich würde, glaube ich, nicht Nein sagen. Es kommt natürlich auf die Bücher drauf an und
Ich glaube auch auf die Zeit, ne? Bist du nicht backtechnisch und kochtechnisch immer noch wahnsinnig eingebunden? Letztes Jahr kam das Buch raus, dann dauern neue Videos. Die sehen übrigens super aus, kriege ich immer Hunger. Dankeschön. Ja, das soll es sein. Viel. Ist schon sehr viel Arbeit. Ich habe das natürlich irgendwie, das ist mein Baby, das ist irgendwie, da geht mir das Herz auf. Wir haben Gott sei Dank Blogproduktionen. Das hat sich irgendwann. Genau, das muss halt alles gut getaktet sein. Aber es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch. Jetzt sind wir gerade irgendwie dabei, das zweite Buch zu machen. Yay. Was natürlich auch, danke. Ja, das erste ist ein voller Erfolg gewesen und irgendwie habe ich gedacht, kann man da doch anknüpfen. Da können Leute essen ja öfter mal, ne? Ne? Mal ja gehört. Ja. Und wenn du so einen Blog drehst, wie viel ballert ihr da? Was meinst du? Also wie viel kocht ihr dann da? Es sind 6 Rezepte pro Tag. Der Film ist ja unterteilt. Es gibt einmal den Road-Movie mit Lolle und Dana und dann gibt es noch die Verfolgungsjagd. Genau. Das hast du die ganze Zeit. Das ist jetzt mal quasi die zweite Geschichte, die erzählt wird. Genau, so der Behandlungsstrang. Ja, richtig. Hattest du denn sagen können, als das Drehbuch so langsam da war, hey Leute, ich hätte auch noch eine Idee, oder war das so gut, dass du gleich gesagt hast, perfekt? Ach, das überlasse ich doch immer den anderen. Ich habe natürlich immer auch mal was zu meckern oder sage irgendwie, oh, das finde ich jetzt irgendwie albern oder ich verstehe das nicht, warum mache ich das? Aber relativ schnell gibt es dafür Erklärungen. Und man kann ja immer an solchen Geschichten rumfeilen und rumdoktoren, ja. Aber man muss ja irgendwann auch mal zu Potte kommen. Und man muss auch mal sagen, so, jetzt machen wir das auch so. Und ich bin damit zufrieden. Ja, glaube ich. Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist? Ich werde jetzt wirklich bald tatsächlich 52. Und zwar habe ich am 14. März Geburtstag. Ah ja, das ist ja, nahe der Premiere. Sehr, sehr nahe der Premiere. Musstest du dich körperlich in Schuss bringen für die Rolle oder siehst du einfach so aus? Nein, ich habe glücklicherweise zuvor ja Bad Segeberg gemacht und das schon viele Jahre, ne? 6 Jahre und ich habe ja unmittelbar nach der Saison gedreht. Und da war ich natürlich im Best Shape. Ja. Also da musste ich nichts machen. Und 2020 bei dir, außer Berlin, worauf kann man sich freuen? Ich spiele Theater jetzt, im Schlossparktheater. Ah, ja. Und was? Zwei wie Bonnie und Clyde mit der Susan Sideropoulos zusammen. Es wird ein Zwei-Personen-Stück von einem Gangsterpärchen, die eben glauben, sie wären Bonnie und Clyde, aber leider nicht so erfolgreich waren damit. Zwei-Personen-Stück, viel Text? Ja, ein ständiger Dialog. Und bei Berlin, hattest du da auch Text drin? Da hatte ich manchmal auch einfach nur Momente, wo ich zugucken konnte. Es steht bei Wikipedia ganz lapidar bei Berlin. Die Serie endete, weil Felicitas Roll keine Lust mehr hatte. Stimmt. Ist das ein Schluss, den du heute ein bisschen bereust, oder sagst du, das war zur damaligen Zeit alles absolut richtig? Absolut richtig. Sehr also gut. Ich bin wirklich immer noch, wenn es am schönsten ist, muss man gehen. Und das war für mich natürlich vom Arbeiten her, ich habe die erste Staffel 9 Monate am Stück gedreht, wirklich, die ganze Schwangerschaft durch. Ja. Schön. Ich konnte mich noch nicht mal mehr daran erinnern, weil ich so viel gearbeitet habe. Und es war dann auch echt ein Punkt, wo ich damals das Gefühl hatte, ich habe jeden Jungschauspieler von Berlin geknutscht, ich habe mich 1000-mal verliebt, ich habe 1000-mal geheult, jetzt ist mal ganz kurz Schluss. Und was hast du dann eigentlich gemacht? Und wie schnell kam Berlin wieder in den Kopf? Dann kam direkt Dresden, was so verrückt war, ne? Dass ich dachte, ach, das ist ja verrückt, die nehmen mich direkt hiervon und ich kann Dresden drehen und ich wusste beim Casting, ich kriege die Rolle, ich kriege die auch. Manchmal weiß man das, ne? Ganz selten, aber da wusste ich es und es hat geklappt und das war vom Arbeiten für mich war das schon ganz toll. Aber ja, Lolle ist immer ein Teil von mir, also das habe ich der Clown ist immer da. Und wie oft wirst du noch auf Mädchen angesprochen? Ach, schon ab und zu, aber nicht so oft jetzt wie ja, heißt mal, du hast so schöne Locken gehabt bei Mädchen. Ja, sag ich auch schon lange her. Ja. Bist du denn lieber auf der Kinoleinwand zu Hause oder im Fernsehen? Oh, das ist mir eigentlich relativ egal. Guckst du es denn beides oder guckst du dich gar nicht an? Doch, ich gucke das schon. Aber ich bin schon ein sehr kritischer Zuschauer, also wenn es um mich selber geht. Also ich frage mich dann immer, gerade wenn irgendwie sowas 2 Jahre her ist, dann frage ich so, boah, wie hätte ich das denn heute gemacht? Ich muss mich dann immer wieder dazu disziplinieren, zu sagen, so Janina, lass dich auf das große Ganze ein. Und da ist es ganz dankbar, wenn du eine große Kinoleinwand hast, weil man einen ganz anderen Zauber verspürt, wenn man diesen Ton hat, wenn man große Bilder hat. Ja. Da ist Kino schon nochmal was anderes. Aber mir geht es eigentlich immer um das Buch, um die Rollen, die ich spielen darf. Und das ist egal, ob es jetzt Streaming ist, ob es Fernsehen ist oder ob es Kino ist. Ja, ich freue mich, dass du bei allem auf jeden Fall vertreten bist. Und du bist ja auch schon so sehr, sehr lange dabei. Hast du so ein bisschen manchmal auch das Gefühl, boah, Schauspielerei könnte ich jetzt auch mal ein bisschen beiseite lassen oder ist es ganz tief in deiner DNA mit drin? Ich habe das Gefühl, es geht gerade erst los, um ehrlich zu sein. Also ich hoffe das zumindest sehr, nachdem ich sehr lange in der täglichen Serie war, was unfassbar toll war. Es ist jetzt so schön für mich, dass ich mich auf einzelne Projekte konzentrieren kann und da habe ich einfach Bock weiterzumachen und ich hoffe, dass ich viele unterschiedliche Rollen spielen darf. Und dass du auch mal atmen kannst, ne? Weil du warst ja lange in täglichen Produktionen und
Ja, von vielen gehört, dass man dann sagt, jetzt mal atmen. Ja, also ich genieße es natürlich auch, meine Freizeit irgendwie so zu verbringen, wie ich mir das vorstelle. Sprich, zwei Leben. Monate auch mal im Ausland zu sein, finde ich ganz großartig. Und dann einfach nur die Projekte zu machen, die mich zu 1000% catchen. Was ist denn für dich der Hauptgrund, warum Leute, die Berlin eben gar nicht kennen, auf jeden Fall ins Kino gehen müssen? Also für Kino, finde ich, sind wir tatsächlich mal wieder anders. Es ist dadurch, dass die Comics dabei sind, ist natürlich... Die sehen schon super aus. Bam, Gott, sind die schön. Es ist, halt, ja, ist ja auch eine andere Zeit nochmal. Ne? Das ist halt ja. Pixar-mäßig, das explodiert natürlich. Ja. Ne? Ich war auch am Anfang so, Wahnsinn. Aber dadurch hast du natürlich die Comic-Elemente, du hast eine rasante Geschichte, die erzählt wird. Du hast mal Leute, die du vielleicht nicht so oft im Kino siehst, was auch mal ganz schön ist. Ja, warum nicht? So, die auch komisch sein. Vielleicht ins Berlinerische rein. Ja, ich gehe da ganz schnell rein, ja. Und das ist doch vielleicht ganz schön, dann, wie gesagt, Musik. Also, das ist einfach Tempo und das ist einfach mal was anderes. Aber und, 80 Minuten, warum habt ihr denn nicht 90 gemacht oder 110? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wieso sind wir denn nur 80 Minuten? Ich weiß es auch nicht. Ich meine, du kennst die ganze Gang, du müsstest es wissen. Ich verstehe es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich aber nicht. Aber es fühlt sich auch wirklich nicht so an. Also ich habe auch gedacht, also ich fühle mich... Es fühlt sich ewig an, ich finde, es fühlt sich an wie 800 Minuten. Nein, auf gar keinen Fall. Das hat was. Und es gibt noch Outtakes hinten dran, also man kann sich da in jeder Form freuen auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, dass du zu Gast warst in der Web-Talkshow. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in diese Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Und ich bin ganz gespannt, was das sein wird. Und wenn es pathetisch ist? Was wollte ich schon immer mal sagen? Blackout. Spontan, aber wenn mir was einfällt, dann würde ich mir wünschen, was ich noch nie gesagt habe, dass unsere Politik endlich wieder Politik macht und dass ich auch endlich wieder daran glauben kann. Um ehrlich zu sein, ich glaube, wenn, dann hätte ich das schon längst gesagt, oder? Vielleicht ja, auch nicht. Ja, rausgeschnitten bei Dreharbeiten, wenn du an die Kamera guckst und sagst, Mama! Ach so. Oder wir müssen die Umwelt mehr schützen oder liebt, wen ihr wollt. Ja. Oh, doch, es gibt eine Sache. Und ich glaube, wenn Leute das befolgen würden, dann würden sie alle ein bisschen besser leben. Meine Mutter hat mir damals immer gesagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und wenn sich das jeder zu Herzen nimmt, dann könnte diese Welt ein noch besserer Ort werden. Ein schöner Ort. Ja. Oder? Das ist doch schön. Das war wunderbar. Ja, aber meistens geht es nicht darum. Deswegen schön, dass ich das mal sagen durfte. Ich wünsche mir einfach nur, dass wir alle zusammenhalten, dass wir verstehen, dass wir auf einem wunderschönen Planeten leben, der so großartig ist und schön und wunderbare Tiere und Geschöpfe hat. Und wenn wir nicht endlich anfangen, alle miteinander das zu genießen, dann sage ich jetzt lieber nichts mehr.